Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rocket League mit dem leicht genervten Matthias Hallo. und dem fröhlichen Tobi. Hallo. Nein, Spaß. Finde ich eine gute Abgrenzung, muss ich sagen. Finde ich. Egal. Wir gewinnen heute beide Spiele, haben wir gesagt. Das Glück gehen. Im schlimmsten Fall schneiden wir zusammen. Ja, genau. Im schlimmsten Fall ist das Video 1 Minute lang, weil wir beide Spiele rausgeschnitten haben. Und dann machen wir euch einfach weiß, wir haben gewonnen. Na, Genau. das Wir letzte, photoshoppen das. Tobi macht das. es läuft halt einfach nicht immer. Nicht? Nee, wenn vorne halt der Stürmer versagt, dann kannst du hinten so Halt doch viel die halten, wie Fresse, du dein willst. kleiner Torwart, du. Ja, du musst aber ein Tor schießen. Ja, ich will doch, aber der Ball will doch nicht. Ja, wenn du immer in der Verteidigung rumlungerst, dann Ja, kannst wenn du der vorne Ball da nicht ist. drauf. Achso. Du bist halt so ein Ballmagnet, kann ich auch nichts für. So, was warst du da jetzt wieder nicht? Ja, du warst doch da. Ja, ich bin ja kein Torwart. So eine Elfisch? Englisch, wenn ich mit den Gegnern schreibe. Ach, egal. Selfish, ja gut. Ist ein Statement. Der verkauft also Fische. Der Bit war mir eigentlich zu billig, deswegen hatte ich den eigentlich weggelassen. Da war wieder die Gedächtnisecke. Jetzt sind die 15 Minuten von dem Video gerade um. So. So viel zu, mein Handy ist auf Stumm gestellt. Ich meine, war das nicht mein Feuerfelder? Könnte auch sein, dass da sowas drin steht wie Stumm außer Alarm. Müsste ich mal genauer irgendwo. Ich muss hier gleich die Heizung ausmachen, das wird jetzt auch so lang. Ich möchte euch übrigens, also meinen Zuschauern kurz sagen, dieses Geraschel, was ihr da hört, das sind Bugs von Matthias Mikrofon, die er schon seit jeher hat, die anscheinend in letzter Zeit wieder auftreten und keiner weiß warum. Die sind aber auch nur bei Tobi in den Videos. Bei mir hört man die nie. Ich höre die aber nicht nur in den Videos, sondern irgendwie immer mal wieder. Ja, deswegen liegt das Problem ja eigentlich bei Tobi, weil bei mir hört man die nicht. Ich höre die nicht, wenn ich das damit aufnehme und das hört man in meinen Videos auch nicht. Ja, ich möchte das Problem aber nicht auf mich schieben, weil du bist der Einzige, bei dem ich solche Soundbugs habe. Ich möchte das Problem vielleicht auf Discord schieben. Warum Ja, hältst du den nicht? ist ja dann richtig. Ja. Gerade Warum? hochspringen? Ja, in Bewegung. Das ist eine riesengute Idee, dann gerade hochzuspringen. Vor allem mit dem falschen Winkel. Aber diese Schraube, ne? Ja, das war Bewegung noch nicht beendet und zweites Mal gesprungen. Ja. Das ist hier Profi-Torhüter. Habe ich nie von mir behauptet. Deswegen bist du eigentlich Stürmer, aber da bist du nie zu Richtig. treffen vorne. Nee, heute nicht. Heute will ich irgendwie nicht. Ja, das ist schlecht. Jetzt mutet er sich. Jetzt sind der gerade wieder rum, dann entmutet er sich gleich wieder. Fertig. Was siehst du? Jetzt knackt's wieder. Nee, ist jetzt besser, seitdem du dich einmal gemutet hattest. Nee, sehe ich nicht so. Muss mich nochmal muten. Warte mal. Qualitätsvideos machen wir wieder. Hab ich nie gesagt. Ich aber. Ja, das ist ja dann dein Kanal. Ja, ich schneide einfach deine Tonspur raus. Dann knackt es nicht mehr so. Ist zwar beknackt, das zu tun, aber. Beknackt. Ja, jetzt müsste der Gegner nur noch auf unser Tor, auf deren Tor schießen, und dann macht er nicht. Kannst auch quer versuchen in die Mitte. Nee, nicht geklappt. Ja, prinzipiell gut, aber
Oh. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Verdammt. Ja, läuft echt nicht. Also gar nicht. Machen wir dann im nächsten Spiel, da gewinnen wir dann und spielen mal vernünftig. Matthias macht mal ein Tor. Ich bemühe mich. Tobi hält auch mal ein. Triggered. Mein Stuhl, ne? Der regt mich ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen. Den Rest übernimmt dieses Spiel. Ein bisschen ist er in Ordnung. Achso. Schade. Das ist nicht die Richtung, wo das gegnerische Tor steht. Nicht? Nee. Gut, dass du es sagst. Tja. Okay. Dann haben wir ja das Problem gefunden. Ja. Suche läuft. So, ich wollte das machen. Das ist richtig. Was ist denn heute los, ey? Was ist denn los? Du hast in den ersten drei Sekunden kein Tor gemacht und schon bist du pisst oder was? Ja, du warst sogar erster am Ball. Ja, wir haben drei Spiele gemacht. Wir haben kein Tor geschossen. Nichts knapp. Ich fresse hier gleich einen Besen. Wir stehen in drei Spielen 0 zu 10. Also ja, von den Toren. Kaum meckert man mal. Ja, im Rückwärtsgang. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, okay. Riskant, aber ich wurde rumgeschubst, wie so ein Verrückter. Ich hab ja ausnahmsweise gar nichts gesagt. Ist schon komisch. Hallo? Jetzt beruhige ich mich mal wieder und dann rufe ich irgendwo an und sag, hab ich. Eichhörnchen. Hirsch. Gehst du einmal kurz raus, weil du denkst, du kriegst irgendeinen Ball und schon kommt der hinten rum, peng. Was war das denn? Das war noch der Versuch des Bremsens. Ja. War Einbahnstraße, du durfst da gar nicht langfahren.
Hast du die Pfeile auf dem Boden nicht gesehen? Die Pfeile auf dem Boden? Ja. Muss mal einstellen unter Optionen. Achso. Suche ich gleich mal aus. Warte, mach ich mal eben. Optionen. Ne, da steht nichts mit Fallen. Das schneide ich raus. Ich wurde nach vorne gebeamt. Achso, wir spielen übrigens Rumble Ranked. Hast du das noch nicht gesagt haben? Ja. Aber hast du mir noch nicht gesagt. Passiert nichts. Ich kann mein Item nicht einsetzen, ist kaputt. Nee, ist richtig so. Interpretieren wir das mal großzügig als Vorlage. Na, das war der verzweifelte Versuch, den Ball vorne zu halten. Ich sagte ja großzügig als Vorlage. Ja. Ja, wenigstens etwas. Naja. Er hat es versucht. Er war stets bemüht und sehr gesellig. Er kann nichts und hat ein Alkoholproblem. Haha. Vollidiot Gegner. Kann gar nichts. Sag ich doch. Können nichts die Gegner. So zwei Tore schießen. Aber das muss man ja nicht sagen. Richtig. Also können die nichts. Strategische Geheimhaltung von wichtigen Informationen. Verlängerung. Yay. Kommst auf jeden Fall noch 15 Minuten. Hoffentlich. Ja, ich bemühe mich. Matthias legt da ja nicht so viel Wert drauf. Nö. Das ist richtig. Versuche halt so gewisse Qualitätsstandards auch auf der anhand der Folgenlänge zu definieren. Ja, aber Länge ist kein Merkmal für Qualität, das solltest du wissen. Die lustigsten Folgen sind manchmal die kürzesten. Ja. Ich denke mir nur immer, wenn ich mich auf ein Video freue, dann bin ich immer enttäuscht, wenn das dann nur 10 Minuten geht. Tja. Das ist wirklich tragisch. Und 15 ist ja jetzt nicht so übermäßig viel verlangt, deswegen. Nee, und 13 war jetzt auch nicht so übertrieben schlimm. Ne, das ist okay.
Bei 3 hätte ich dir recht gegeben. Aber das muss man bei Rocket League auch erstmal hinkriegen, wenn man nicht schneidet. Ja, das war ich schnell aufgegeben, ne? Ja, genau. Spiel, aber dann hängen wir was dran. Das ist ja nicht so, dass wir dann die halben Spiele. Dann reichen wir das ja aus. Das ist alles kein Ding. Das war gut. Ja, aber ich würde gerne wieder ins Tor zurück. Ich wurde nur dreimal oder so dran gehindert. Glaubst du, du bist jetzt nah? Sehr gut. Sehr schön. Mensch, das kann doch nie sein. Lass mal raus, das Ding. Upp. Dann mal neu sortieren. Und dann die geilste Rolle seitwärts machen, die ich je in Rocket League gebracht habe. Ich gehe mich jetzt in ein adäquates Erdloch verbuddeln. Tobi moderiert ab. Und ich sag schon mal Tschüss. Da, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr euch dieses Drecksgame hier anschaut. Und sage einfach mal bis zur nächsten Folge und ciao.